Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zu unserer Osterspeisensegnung. Heuer ein bisschen anders, wie wir es gewohnt sind. Deswegen begrüße ich auch alle, die via Livestream mit uns mitfeiern. Wir machen das heute zum ersten Mal und ich hoffe, dass die Technik funktioniert und Sie zu Hause auch gut die Osterspeisensegnung mitfeiern können. In den 80er Jahren hat die damalige Popkönigin Nena ein Lied geschrieben mit dem Titel Wunder geschehen. Wer dieses Lied kennt, der wird feststellen, dass es kein sehr einfaches Lied ist. Nena hat in einem Interview gesagt, sie hat dieses Lied geschrieben, als sie am Krankenbett ihres 11 Monate alten Kindes gesessen ist. Das ist mit 11 Monaten gestorben. Der Arzt hat zu ihr gesagt, dein Kind wird nie lächeln können. Und sie sitzt dann neben dem Kind und das Kind lächelt sie an. Und auf das hin, auf diese Erfahrung hat sie geschrieben, das Lied Wunder geschehen, ich habe es gesehen. Wenn wir heute hier versammelt sind und Osterspeisen segnen, dann feiern wir auch ein Wunder. Wir feiern das große Wunder der Auferstehung, das Zentrum unseres Glaubens. Viele Zeugnisse gibt es darüber. So hören wir nun eine Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um damit zu Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander, wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war. Da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen, erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wohin man ihn gelegt hat. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus, er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Wunder geschehen, das Wunder der Auferstehung. Manches Mal habe ich das Gefühl, wenn ich mit Menschen rede, dass das Wunder der Auferstehung für viele eine Schenksgeschichte ist. Es klingt ja gut, es ist nett, verbunden mit den Traditionen, das ist natürlich schön. Aber so hier, im Hier und Jetzt, da spüren wir das oft nicht. Auferstehung. Jetzt jammern wir alle miteinander schon ein ganzes Jahr, weil diese Zeit irgendwie nicht vorüberzugehen scheint, diese schwierige Zeit. Und wahrscheinlich haben viele von Ihnen auch schon gebetet, lieber Gott, lass das wieder normal werden. Und wir erleben diese Wunder aber nicht. Der liebe Gott hat noch nicht mit dem Finger geschnippt und wir sind alle gesund. Ich kann mich erinnern an eine Diskussion, die ich als Student geführt habe, ob es Wunder gibt oder nicht. Und ich war in dieser Runde so ziemlich der Einzige, der gesagt hat, natürlich gibt es Wunder. Alle anderen haben gesagt, nein, es gibt keine Wunder. Ich weiß nicht, wie Sie dazu stehen, aber mich hat das damals sehr beschäftigt und ich bin dann draufgekommen, der Grund, warum wir die Wunder nicht sehen, liegt nicht darin, dass es sie nicht gibt, sondern dass wir unterschiedliche Vorstellungen von Wundern haben. Wenn wir an ein Wunder denken, dann denken wir an die riesengroßen Wunder, so wie eben Auferstehung. Hat allerdings reell noch niemand von uns erlebt. Wir denken an die großen Wunder, dass jemand, der krank war, plötzlich auf gesund ist, obwohl die Ärzte gesagt haben, man kann nichts mehr tun. Wir denken an Frieden in der Welt, so diese großen Wunder.
Und das stimmt, vielleicht passieren die nicht. Aber wenn man den Blick öffnet und einfach in seiner Gegend, wo man sitzt, schaut, dann merkt man, es gibt so viele kleine Wunder. Symbolisch dafür die Wunder der Natur. Ich bin heute schon in der Früh da gewesen bei der Feuersegnung. Am Anfang war bewölkt, in Lebring war Schneeschauer, Graupelschauer. Dann bin ich heimgefahren, bei der Anbetung auf einmal ist die Sonne gekommen, ein wunderschönes Farbenspiel. Innerhalb von 1,5 Stunden habe ich alles gehabt, das ganze Wetter. Wenn man jetzt in die Natur schaut, entdeckt man so viele Kleinigkeiten, wie die Natur wieder zu leben beginnt. Wenn Sie in Ihre Familie schauen, ich bin mir überzeugt davon, wenn Sie nicht die großen Wunder erwarten, dann werden Sie feststellen, es hat bei uns schon so viele Wunder gegeben. Das Wunder des Lebens, Kinder. Das Wunder der Liebe, dass ich diesen Menschen gefunden habe, dass wir zusammengefunden haben. Das Wunder, dass manches im Leben so wunderbar funktioniert, wo ich dann nicht weiß, warum es eigentlich so ist, weil wir selber nichts dazu beitragen können. Wenn wir Ostern feiern, dann tun wir das als christliche Menschen, die daran glauben, das ist nicht einfach nur Folklore, was wir da machen, sondern wir feiern einen Gott, der immer in unserem Alltag da ist und der all diese Kleinigkeiten, die nicht funktionieren, zum Guten umwandeln kann. Das Symbol des Todes steht nicht nur für den leiblichen Tod, sondern es steht für viele Dinge unseres Lebens, die halt einfach abgestorben sind. Und Gott kann neues Leben erwecken. Ich möchte Sie einladen, wenn Sie heute zu Hause im Kreise Ihrer Lieben, heuer dürfen wir ja nur im kleinen Kreis die Osterspeisen genießen, aber dass Sie vielleicht, bevor Sie gemeinsam essen, ein kurzes Tischgebet sprechen und vielleicht tauschen Sie sich kurz aus und denken einmal in der Familie drüber nach, was ist denn in unserer Familie so ein Wunder? Was hat der liebe Gott gut gemacht, vielleicht in den letzten Tagen und Wochen, wofür wir ihm danken können? Und sagen wir Gott Danke. Und dann genießen Sie die Osterspeisen, die, oh Wunder, immer viel besser schmecken wie ein normales Fleisch. Und das ist für mich auch ein kleines Wunder. So möchte ich Sie einladen, dass wir nun die Osterspeisen segnen. Beim Lobpreis über die Osterspeisen lade ich Sie ein, immer wenn ich vorlese, wir loben dich, dass Sie gemeinsam antworten, wir danken dir. Gott, unfassbar bist du und unfassbar ist das, was du tust. Die ganze Schöpfung hast du ins Leben gerufen. Wir verdanken dir auch unser Leben. Wir loben dich, wir danken dir. Nicht immer ist in unserem Leben alles wunderbar, aber wenn wir genau hinschauen, können wir auch die kleinen Wunder erkennen, die unser Leben bereichern. Wir loben dich. Zu Ostern feiern wir das größte Wunder unseres Glaubens, dass Jesus, der gestorben ist, lebt. Du willst, dass auch wir aufleben von allem, was das Leben schwer macht und dass wir zuletzt auch aufleben vom eigenen Tod. Wir loben dich. Wir danken dir. So bitten wir dich, allmächtiger Gott, segne diese Osterspeisen, die wir bereitet haben, um dieses Wunder des Lebens in unseren Häusern und Wohnungen zu feiern. Segne das Fleisch, segne das Brot, segne die Kräuter und den Krenn. Segne auch alle Gaben, die wir mitgebracht haben, alle Kreuzerl und andere Andenken. Darum bitten wir dich, durch Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist und im Heiligen Geist auch uns Leben schenkt und leben lässt, heute und in Ewigkeit.
Du Gott des Lebens, zu dir kommen wir mit unseren Anliegen und Bitten. Wir bitten dich für die Verliebten, die jungen Eltern und für alle, die etwas Neues in ihrem Leben beginnen. Wir bitten dich, erhöre. Wir bitten dich für unsere Tischgemeinschaft und für unsere Familien und Freundschaften. Wir bitten dich, wir bitten dich für die Verzweifelten und für alle, die enttäuscht und unzufrieden sind. Wir bitten dich, wir bitten dich für die Kranken und für alle, die sie begleiten. Wir bitten dich, erhöre. Wir bitten dich für alle Menschen, die in dieser Corona-Zeit besonders leiden. Wir bitten dich. Wir bitten dich für unsere Verstorbenen und für alle, die um sie trauern. Wir bitten dich. Wir wollen all unsere Bitten zusammenfassen in jenem Gebet, das Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ende dieser Feier darf ich Ihnen allen frohe und gesegnete Ostern wünschen. Normalerweise würde ich jetzt die Einladung aussprechen, dass Sie mitfeiern, die Osterliturgien. Brauche ich heuer nicht, weil wir reservierte Plätze haben und die Karten sind schon alle weg, weil wir nicht so viel Platz in der Kirche haben. Aber ich möchte Sie einladen, dass Sie vielleicht zu Hause heute auch sich ein bisschen Zeit nehmen am Abend und ein bisschen an dieses große Wunder der Auferstehung denken. Zum Beispiel, dass Sie das Auferstehungsevangelium gemeinsam lesen oder einfach ein kleines Gebet im Kreise Ihrer Lieben auch sprechen. Damit dieses Wunder, das wir quasi in der Kirche feiern, auch bei Ihnen in Ihrem Zuhause Wirklichkeit wird. Noch einmal frohe, gesegnete Ostern. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und dazu erbitten wir den Segen Gottes. Der Herr sei mit euch. Gott, der Vater, segne dich. Er hat die Welt ins Leben gerufen und auch dich gewollt, so wie du bist. Gott, Jesus Christus, begleite dich. Er hat den Tod besiegt und in seiner Auferstehung das größte Wunder seines und deines Lebens geschehen lassen. Gott, der Heilige Geist, erfülle dein Leben mit seiner Gegenwart, damit du immer wieder aufleben kannst, auch wenn manches im Leben schwerfällt. Das gewähre uns allen, der dreieinige, uns liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Gehen wir hin in Freude und Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Thank you.